dass Coaching wirkt. Coaching wirkt wirklich und das ist vielleicht auch der Gedanke als erster, das kostet mich Zeit, es kostet mir Geld. Aber wenn ich drüber nachdenke, also ein Beispiel aus dem Nicht-Fitness-Bereich, sodass du auch vielleicht mich ein bisschen noch näher kennenlernst, bevor ich die Traumfigur-Akademie, den Online-Kurs gemacht habe, habe ich oder bin ich der Caroline Preuß gefolgt. Die macht den Erfolgskurs und die zeigt dir, wie du einen Online-Kurs professionell aufsetzt. Mittlerweile gibt es ja auch meinen zweiten Kurs, den Fit zur Geburt Online-Kurs, und den habe ich nach dem gleichen Prinzip erstellt. Und natürlich hätte ich das alles auch alleine machen können. Also der Gedanke ist gewesen, ja, ich kann ja alles gratis konsumieren. Also ich glaube, du googelst wahrscheinlich auch viel. Also so wie wir halt drauf sind, man hat Schulterschmerzen oder man möchte die Traumfigur haben und man googelt. Und man kann sich alles zusammen googeln. Nur ein Coaching gibt dir einen Rahmen vor. Und ich bin im Nachgang sehr, sehr dankbar dafür, dass ich in das Coaching investiert habe. Das waren 3000 Euro, die ich zu dem Zeitpunkt auch gar nicht gehabt habe oder gedacht habe, ich habe sie nicht. Und ich habe sie mit dem ersten Launch auch doppelt so viel wieder reingebracht. Und wenn du überlegst, willst du dir Hilfe nehmen, um deine Gewohnheiten zu etablieren, würde ich dir sehr gerne drei Strategien an die Hand geben. Also ich bin weder Money Coach noch Vermögensberaterin, aber ich glaube, diese drei Strategien werden dir bei jeglicher Entscheidung helfen, wo du dir denkst, okay, ist das jetzt was oder ist das nichts für mich? Und der erste Gedanke ist immer, wollte ich das eh immer schon mal machen? Und wenn du dir denkst, ja, eigentlich wollte ich das eh immer schon mal machen, dann mach es jetzt. Wie gesagt, du weißt nicht, wie lange du die Möglichkeit dafür hast und es gibt dir einen Rahmen vor, dein Ziel wirklich in diesen Rahmen zu erreichen. Es geht vielleicht auch nicht immer darum, dass das jetzt so das Mega-Know-how ist. Ja, natürlich sollte es eine Person sein, ein Coach sein, die dir das beste Wissen an die Hand gibt. Aber es geht, wenn ich das Feedback von den Traumfigur-Akademie-Teilnehmerinnen mir anhöre und wir darüber sprechen, geht es darum, dass wir fixe Termine haben, wo wir etwas leisten. Und wenn wir es nicht leisten, also du hast dann auch einen Verantwortlichkeitspartner,